Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Kribach auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr hier mit dabei seid. Neue Folge heute Morgen um 8 Uhr. Ich freue mich, dass ihr hier seid für Content auf der Kribach. Ja, Leute. Und wir sind jetzt hier auf den letzten Zügen Feld 8 fertigzustellen von der Mission hier mit dem Flügen. Ne? Das werden wir, denke ich mal, relativ zügig jetzt auch schaffen. Und ich freue mich darüber, ne? Ich freue mich sehr darüber, ne? Dass das soweit passt. Und dass wir doch eigentlich so viel Geld damit verdienen können, ne? Dabei fällt mir gerade auf, die eine Mission können wir nicht machen. Diese Grasmin-Mission können wir gar nicht machen, eigentlich, ne? Moment. Diese beiden passen, weil wir haben das Problem ja, dass die ganzen Maschinen nicht im Prinzip dann hinpassen beim Händler, ne? Aber wir können ernten, sehe ich gerade. Sorghumhörse auf Feld 17. Sorghumhörse auf Feld 17. Ja, lassen wir schauen. Vielleicht können wir Feld 17 kaufen. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir gleich mal gucken, weil Sorghumhörse können wir selber dreschen, das ist nicht das Thema. Wenn wir es dann kaufen, dann verdienen wir etwas mehr Geld vielleicht, als die Mission das ergibt. Und das ist eine Investition, die glaube ich gar nicht mal so schlecht ist, ne? Aber wir machen jetzt erstmal Feld 8 fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Feld 17 kostet. Ich bin echt gerade dann überlegen, dann Feld 17 zu kaufen, ne? Ich bin echt drauf und dran, jetzt Feld 17 zu kaufen. Warum nicht, ne? Warum nicht, Leute? Das ist ein Feld, was direkt die Fruchtart hat, die wir machen können. Wir können die Fruchtart direkt verkaufen, dann kriegen wir wieder Geld rein. Können davon vielleicht dann neue Hühner holen auch und. Also Möglichkeiten gibt es da viele. Möglichkeiten gibt es da viele, ne? Aber wir zahlen direkt etwas Kredit zurück, ist auch eine Möglichkeit. Müssen wir nach der Mission hier mal schauen. Ich glaube, viel ist es hier nicht. Wir sollten ungefähr bei 70% jetzt sein von der Mission. Das wird an sich hinhauen. Das sollte an sich hinhauen, ne? Sehr schön. Das läuft doch wie geschmiert, Leute. Stück für Stück kommen wir vorwärts. Hier auf der Kribach. ...76% abgeschlossen, sehr schön. Und nächste Spur direkt hinterher, ja. So. Wie sieht es ansonsten aus? Was steht ansonsten an? Ansonsten steht an, eventuell sogar ein Projekt, ein Retro-Projekt. Bin ich gerade im Überlegen auf der Hagenstedt im 13er. Ne?
Bin ich gerade echt am überlegen, hätte ich Bock drauf. Mal wieder auf alte Zeiten, ne? Ich meine, wer hat von euch den 13er gezockt? Ich glaube, vom Ron weiß ich mittlerweile, der hat den 11er und den 15er gezockt, meine ich. Der 11er, 9er. 9er war, glaube ich, der erste, der Landwirtschaftssimulator 9, ne? Und ich habe mit dem dritten Teil angefangen, dann dementsprechend. Mit dem 13er. Bin auch gespannt, ob jetzt auch dementsprechend neuer Landwirtschaftssimulator herauskommt. Ende des Jahres. Dennoch gibt es wohl da keine Infos, es gibt wohl nur Vermuten bisher. Ja, ich bin echt gespannt, Leute. Und vor allem, wenn man mal die Grafikunterschied sieht zwischen 17er, ne? Zwischen 13 und 22, das ist immens Wahnsinn, ne? Das ist richtig heftig, aber wie gesagt, auch der 13er hat seine schönen Seiten. Definitiv, ne? Und trotzdem würde ich, wie gesagt, den 13er auch nochmal gerne zocken auf der Hagenstedt. Wir hatten ja schon mal mit Solaris ein Revival gezockt. Eine Revival-Challenge. Weiß nicht. Also ich habe irgendwie die Hoffnung, dass Solaris hoffentlich bald auch wieder YouTube macht. Ich fände es schön. Ich würde mich definitiv freuen darüber. Weil Solaris fehlt mir momentan echt gut auf YouTube, ne? Der hat echt so eine einzigartige Art, die kann man nur lieb haben. Die kann man nur lieb haben, ne? So, okay. Na gut, aber hier, soweit passt es ja. Wir sind jetzt in den letzten Zügen hier auf der Krebach und ihr solltet mal den Timer starten. Wäre vielleicht auch mal ein Vorteil, wenn man den Timer starten würde, damit die Folge auch weitergeht. Ne? Jetzt haben wir das ganze Feld fertig und ich habe noch nie mit dem Timer gestartet. Super. Egal, passiert. Passiert, ne? Habt ihr wieder wohl eine etwas längere Folge, etwas mehr Content hier? Ist auch nicht verkehrt. Ja, ansonsten, was steht sonst an? Sonst steht an, eventuell auch wieder ETS 2. Neue Folgen. Ich werde gucken, dass ich heute irgendwie das Lenkrad installiere. Wieder am PC. Und dann mal gucken, wie es mit dem ITS 2 weitergeht, mit dem Projekt. Also ich würde das gerne das alte Projekt wieder aufnehmen. Und DLCs kamen ja auch noch mittlerweile raus. Da würde ich mir vielleicht auch noch das eine oder andere holen. Also Karten-DLC zumindest. Also Kartenerweiterung. Und ansonsten müssen wir mal schauen, ne? Ansonsten mal schauen. Und ich habe, wie gesagt, noch das eine oder andere Spiel immer noch in petto. Ich habe so viele Games noch parat. Und dieses Jahr kommen jetzt noch mal zwei neue Spiele raus, die ich auch gerne zocken würde, die interessant sind für mich.
wo ich gerne reingucken würde, ne? Das werden wir auch dementsprechend dann auch zusammen machen. Und von daher, es gibt viel zu tun, Leute. Lundinzlastung auf Feld zu 96% abgeschlossen. Ja, sehr nice. Ja, sehr nice, ne? Das sollten wir jetzt gleich durch sein, ne? Damit sollten wir jetzt eigentlich gleich durch sein. Ja, perfekt. Und einmal Flügen abschließen. Ja, 2400 statt 2900. Okay, interessant. Gut, dann haben wir Feld 17, Ballen ernten. Da gucken wir jetzt direkt mal Feld 17. Wo ist Feld 17? Feld 17 ist hier unten. Wie viel würde das kosten? 81.000. 81.000, es wäre schon echt gutes Geld, was wir kriegen könnten, ne? Wäre zwar ein Feld. Was wir denn nur haben. Gut, wir haben ja auch noch Feld 15, ne? Feld 15 dürfen wir nicht vergessen, das haben wir auch noch. Aber das ist schon eines der größten Felder eigentlich, ne? Das ist schon eigentlich eines der größten Felder, ne? Dabei habe ich eigentlich geplant, hier sowas zu holen noch. Sowas zu holen, ja. Das müsste Gerste sein für 13, genau. Für 13 zu holen. Zum Beispiel für 48.000. Für 4 zu holen. Für 60.000. Dann wären wir bei 100.000, ne? Gut, ein bisschen Kredit können wir auch noch aufnehmen, ne? Wir sind bei 120.000 Kredit. Ich glaube, 200.000 können wir aufnehmen. Ich würde es machen, komm. Leute, wir machen es. Land für 17 kaufen. Für 81.600, ja. Können wir wieder verkaufen. Ich weiß nicht, was das bringt. Wert auch wieder 81.600, ne? Scheinbar. Na gut, egal. Wir müssen jetzt den Drescher holen. Drescher, hallo. Blinke, blinke an, Licht an und ab die Post. Oh, hier sieht man so wenig drin, ne? Bin mit Sicherheit irgendwo hängen am Tor. Nee, anscheinend auch nicht. Oder doch? Ich fahre mal lieber in der Außenansicht. Da sehe ich ein bisschen mehr. Sonst werden wir echt überall noch hängen, ne? Ich schaffe das auch in der Außenansicht hängen zu bleiben. Von daher sollte das den Spaß für euch nicht mindern, ne? Na komm, fahr. Ah, fast was passiert, ne? Vor allem, wir haben hier kein Schneidwerkswagen, ne? Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall einen Schneidwerkswagen. Wäre mal nicht schlecht, ne? Aber gut. Ein Schneidwerkswagen wäre echt nicht schlecht, ne?
Müssen wir gucken. Jetzt müssen wir erstmal zu Feld 17. Ja, fahr doch. Dass sie auch nicht fahren, ne? Na klar, hier ist ein bisschen eng. Die Maschine ist ein bisschen groß, die Straße hier, aber geht halt nicht anders. Na komm, fahr. Ah, falsche Einfahrt. Wir müssen eins weiter wohl noch, ne? Ja, doch nicht, Mensch. Kollege. Hier müssen wir rein wollen. Alter Falter, was für ein Fahrt hier, ne? Hat keine Straße, ist ein Feldweg hier. Aber anscheinend nur so kommen wir hier zu Feld 17, ne? Da haben wir noch eine andere Möglichkeit. Ich guck mal eben schnell. Doch, da vorne hätten wir über die Brücke fahren können. Das wäre auch eine Möglichkeit wohl gewesen, aber okay. Da bei Feld 26 da oben. Na gut, egal. Jetzt sind wir hier und ja. Dann nutzen wir die Chance auch hier, ne? Ey, was denn das? Hat da jemand Holz in den Weg gelegt? Geht ja mal gar nicht. So, Sorghumhirse, ne? Gibt es Sorghumhirse Stroh? Ich weiß es nicht. Strohablage ausschalten haben wir da. Wir werden gucken. Okay, kein Stroh, okay. Gut zu wissen. Okay, also wird da nicht alles abgeerntet, sondern nur ein Teil, okay. Wächst Sorghumhirse wieder nach, oder was? Irgendwas war doch da. Schreibt's mal in die Kommentare. Irgendwas war doch hier, ne, mit Sorghumhirse. Oder was war das? Eine Fruchtart, die wieder nachwächst. Oder was? Zuckerrohr? Ich weiß gerade nicht. Ich bin gerade überfragt. Ich bin gerade echt überfragt, ne? Ich meine, irgendwas gehört zu haben, dass wir das nicht wieder anpflanzen müssen, oder? Hm. So, das sieht doch hervorragend aus. 1800 Liter Sorghumhirse sind schon im Korntank drin. Vor allem schreibe ich auch ein bisschen privat auch mit Ron. Was ich auch eine schöne Sache finde. Danke dafür auf jeden Fall, Ron. Ne? Und Ron hat mir gestern geschrieben gehabt, dass er... wie war der genaue Wortlaut?
könntest auch jeden Tag Losberg machen. Also bezüglich Losberg hat er das geschrieben, meine ich. Losberg könnte von mir aus auch jeden Tag kommen. Ja, warum denn, Lieberon? Warum denn? Würde mich mal interessieren, warum die Losberg auch jeden Tag kommen könnte. Weil Losberg ist ja L17, also nicht der L22, ne? Aber ist trotzdem eine geile Karte, ne? Ist trotzdem eine geile Karte, ne? Vor allem, ich finde selber persönlich, Missionssystem ist auch wieder was ganz anderes und ich finde, der L17 hat einfach eine andere Ausstrahlung als der 22er hier. 22 ist natürlich wesentlich professionell und alles, das merkt man dann dementsprechend auch natürlich. Und ich finde, das macht sich schon bemerkbar irgendwie im Spielverlauf. Vor allem L17 ist ja noch so, dass wir keine begrenzten Tierstelle haben. Ab dem 19er sind ja die Tierstelle begrenzt gewesen vom Limit her. Beim 17er ist das nicht der Fall. Das heißt, da können wir noch mit einem Stall im Prinzip unbegrenzt viele Tiere halten. Theoretisch. Wenn wir versorgen können, ist das eine andere Sache. Oder nicht versorgen können, ist das eine andere Sache. Aber theoretisch, ne? Könnten wir dort unbegrenzt viele Tiere halten. Ja, ich versuche es realistisch zu spielen und dementsprechend nur so viele Tiere zu halten, wie wir auch versorgen können. Aber ich glaube, das werden einige mehr sein als jetzt im 19er oder 22er, oder? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich meine, Campaign of France werden wir auch sehen, wie viele Tiere wir da halten können. Da haben wir 3 Kuhställe, beziehungsweise 1 Kuhstall, 2 Kuhweiden. Dann noch den Schweinestall, den Schafstall. Den Hühnerstall haben wir noch da platziert. Hoppala. Das habe ich nicht aufgepasst. Beim Ausfahren. Dafür muss der Motor anbleiben. Dann werden wir eben den Motor abschalten. Und das hier werden wir ablegen. Das werden wir gerade nicht brauchen. Denn wir brauchen jetzt den Kipper, Leute, ne? Wir bauen jetzt den Kipper. Wo haben wir den Kipper eigentlich hingestellt? Der Kipper steht da, ne? Ah, da. Genau. Wollte doch sagen. Hier irgendwo müsste der doch stehen. Dann fahren wir jetzt zu Feld 17. Versuchen wir mal diesmal den anderen Weg zu fahren, ne? Was heißt, versuchen wir jetzt mal, ne? Jetzt mal wird es nichts werden, ne? Das wird in der nächsten Folge was werden. Aber wir werden in der nächsten Folge auch neue Hühner kaufen. Und von daher haben wir genug zu tun. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Nächste Folge geht's weiter. 32 Eier, 76 Kilo. Ah, naja, komm. Gut, kaufen in der nächsten Folge neue Hühner. Und werden zu Feld 17 abtanken. Und. Also wir haben viel zu tun hier auf der Krebach nach wie vor. Gut, wir haben ja gerade erst angefangen hier auf der Krebach, ne? Aber gut, wir müssen trotzdem einiges tun. Von daher, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Servus und tschüss.